Ich bin auf dein Intro gespannt, weil du das immer so souverän machst. So? Ein Teppich? So? Die Kamera ist schief. Komm, wir machen das mal so. So. Hallo. So sitzt du hier aber nicht. Doch, so sitze ich. Hallo? Wenn dann. So. Hallo? Jo Leute und herzlich willkommen. Cool, dass ihr da seid. Kannst du gleich nochmal probieren. War das cool? Nee, war nur zur Übung. Also. Richtig sexy. Jo Leute, cool, dass ihr da seid. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast und er heißt? Ich jetzt? Ramon. Schnuckelhase. Ach, Schnuckelhase, stimmt. Wir wollen ja. Voll den Gag versaut! Hier ist wieder euer Schnuckelhase. Scheiße, das prägt sich noch ein. Okay. Ich weiß. Wir haben wieder einen neuen Adventskalender für euch. Und damals, als ich den Degustabox Adventskalender gesehen habe, habe ich gedacht, verdammt, den muss ich mit Ramon zusammen auspacken. Denn da sind Essensdinge drin. Und Ramon isst immer so gerne, ne? Genau. Genau. Nein, aber ich bin ja so eine Mäkeltante. Aber das wird richtig cool, glaube ich. Essen, ein Video drehen und wir beide, das wird richtig gut. Mhm. So. Und das ist ohne Spaß der schwerste und größte Adventskalender, den ich besitze, ja? Können wir kurz mal zum Vergleich, ich setze mich um, ich bin 1,85 groß, so der Oberkörper quasi die Hälfte, das Ding ist riesig. Ja. Ja. Das ist auch so ein Mörder-Monster-Türchen einfach. Türchen? Okay. Nein, das sind Tore. Okay. Ah, okay. Gut, kurz zu den Rahmenbedingungen, ich blende euch hier mal ein, was er gekostet hat, weil ich es gerade einfach nicht mehr weiß. Gut vorbereitet, ne? Alles klar, Vivian ist immer so geil auf das Türchen Nummer 6 und auf Türchen Nummer 24. Das ist so ihr Ding. Deswegen hat sie auch beim Kalender unserer Mutter auch dieses sechste Tütchen besonders schön gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das verlinkt sie euch nicht, weil sie kann das nicht. Sie macht es unten in die Box. Genau. Deswegen, weil du das ja so gut findest, fange ich mit 1 an. Ich hätte jetzt gedacht, dass du voll von mich disst und sagst, genau deswegen fängst du mit 1 an. Nee, ich fange mit 1 an. Ist das okay? Sieht man das? Ja. Du weißt schon, wie eins ist. Ich habe schon mich vorbereitet. Skittles! Nee, Jelly Belly. Ah. Sind Jelly Belly? Okay, hier. Einmal in die Kamera. Jelly Belly. Es gibt hier übrigens so ein kleines Spoilerheft. Da kann man dann reingucken, was dazu gesagt wird. Oh, das möchte ich jetzt natürlich sehen. Also, was ihr hier habt, ist auf jeden Fall 10 verschiedene Geschmacksrichtungen. Und da gehören dazu 3 Beeren, Kokosnuss, saftige Birne, Mandarine, Granatapfel, Kirsche, Tutti Frutti, Erdbeer-Daiquiri, Zitrone und grüner Apfel. Pass auf, du machst die Augen zu, ich gebe dir eine Geschmacksrichtung und du sagst mir was von denen. Ey, du weißt, krieg ich nie hin. Ja? Okay. Hier stehen übrigens immer noch die Preise bei, das ist cool, weil dann kann ich dir das einblenden, was das jeweils kostet. Ja, das ist geil gemacht. Mhm. Okay, pass auf. Mhm. Ich öffne das. Wenn du das bei mir machen würdest, würdest du mir bestimmt das räudige Kokos-Ding geben. Psst. Das hat sich schon vorweggenommen. Bin ich schon dran? Achso. Ja. Ich esse mal den gleichen. Okay, also Test. Also wenn ich nur lutsche, schmecke ich gar nichts. Wenn ich drauf kaue. So lecker. Findest du nicht? Ich würde sagen Tutti Frutti. Nee. Nee? Für mich ist das nur süß und Zucker. Ich merke gar nichts. Das sind 3 Beeren. Ach kannst so. Du auch sagen, welche? Ah, na klar, habe ich rausgeschmeckt, die 3. Geil, willst du noch einen anderen probieren? Okay, jetzt mache ich. Was hat denn das für eine Farbe gerade? Damit ich nicht blau. Okay. Oh, nee, schon hast du mir Kokos auf meine Hand. Zeig dir am besten vorher. Ich schwöre, ich entehr dich. Vor allem du enterbst mich. Er ist nett, es ist kein Kokos. Das ist Tutti Frutti. Genau, nein, es ist Mandarine. Ist orange gewesen. Okay, wir haben auch keine Ahnung, wie Tutti Frutti schmeckt. Wenn ich das weiß, dann würde ich mir einbilden, habe ich Mandarine rausgeschmeckt. Aber ich habe gerade auch gedacht, 3 Beeren schmeckt man noch voll. Ich glaube, der Test macht keinen Sinn mehr. Machen wir weiter. Ich packe euch übrigens eine Packung in den Adventskalender, weil wenn wir 2 haben, ist doch geil. Du darfst nichts mitnehmen. Aber jetzt profitierst du ja von meinen Klicks auf meinen Nacken. Ja, also damit ich dann auch davon profitiere und ihr mich seht, ne, kommt mal auf meinen Kanal vorbei. Dann geht das nämlich wirklich auf deinen... Hier ist übrigens da
das verlinken wir uns euch unten. Mördertürchen Nummer 2. Hm. Auch auf deinen Instagram-Kanal verlinke ich auch einfach mal mit. Dicky, was haben wir hier? Ketchup. Nee? Mame-Tube. Oh, das ist Marmelade aus der Tube. Fette Kiste, saure Kirsche. Nice. Dicky, Alter, das ist so groß wie meine Elle. Ja. Wollen wir uns ein Brot toasten oder willst du so auch dein Brot essen? Ja. Brot? Ja. Gut. Dann mache ich das mal fertig. Ich bin nämlich der Toastmaster. Sieht aus, als würde ich jetzt hier die Mettwurst rausquetschen. Ketchup, dachte ich eigentlich. Sieht man das eigentlich? Nee, sieht man nicht. Das ist mal eine ungewöhnliche Sache für Marmelade, oder? Bist du ein viel Marmeladenesser? Ich brauche das immer nur. Du, ich esse gerne, ja, ich esse gerne so, dass ich es schmecke. Du bist so ein Spasti einfach. Danke. Hier. Bitte! Du kriegst das so, weil du magst es ja dünn. Ja. Ich esse gerne Marmelade mit Brot. Oh Mann, Alter, mit einer Hand das zumachen ist ja auch nicht leicht. Na! Saure Kirsche ist schon geil als Marmelade. Ja, schmeckt gut. Ich war kurz geschmacksverwirrt, weil ich noch diese komischen Jellybeans da drin hatte. Und getoastetes Brot ist auch einfach das Beste. Wir hatten noch das Deal, dass ich hier zweites Türchen mit nach Hause nehmen darf, ne? Nee, aber das kann man echt empfehlen. Hast du es auch schon in die Kamera richtig gehalten? Ich glaube ja. Was weiß ich nicht mehr. Türchen Nummer 3 ist hier unten. Seht ihr das? Ja, seht ihr. Das ist reich verwöhnender Bio-Früchtetee von Pucca, Holunderbeere und Echinacea. Es ist gut, dass du immer diese Türchen aufmachst. Ja, echt, ich kriege immer die Zungenbrecher. Finde ich erstmal sehr nice. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt noch testen. Würde ich auch nicht aufmachen. Aber ich weiß, Pucca ist eine unfassbar gute Marke. Und ich habe auch einige Tees von Pucca hier. Und echt? Ich liebe Pucca. Ja. Aber Pucca ist natürlich auch sehr preisintensiv. Preisintensiv, muss man auch sagen. Türchen Nummer 4. Pesto, oder? Oh, geil. Ja, Pesto. Ja, das finde ich eine gute Idee. Wollen wir das jetzt öffnen? Nee. Oder soll ich mir das einfach zum nächsten Mal nudeln? Ich kenne das. Das ist das von Barilla oder Barilla, wie auch immer du es nennen magst. Basilico Zucchini. Oh, das ist geil. Also davon bin ich ein Freund. Darüber hätte ich mich als Adventskalender-Nutzer gefreut. Wo ist denn die Nummer 5? Seht ihr sie da? Oh, Mördertürchen. Mördertürchen. Au, ich bin hängen geblieben. Yes, ist meins. Boah, probieren. Ich weiß nicht, wie die schmecken. Doch, weiß ich. Ich weiß nicht, wie die schmecken. Ey, sag mal, was ist eigentlich mit den, weißt du noch, ich meine, du warst kleiner als ich. Kinder Professorino hießen sie. Hier ist doch jetzt Kinder Happy Hippo. Früher sahen noch die Kinder Happy Hippos anders aus. Ja, sahen sie auch. Was ist mit denen passiert? Warum sind die jetzt so? Weil die früher waren noch voll geil. Ja, früher hieß Happy Meal ja auch Junior-Tüte. Erinnerst du dich? Das stimmt, aber ich das war ein Tor. Achso, meiner heißt Tiefschnee-Toni. Alles klar. Hier ist wieder euer Tiefschnee-Toni. Jawohl. Du kannst auch deinen YouTube-Kanal nennen. Jetzt bin ich gespannt. Oh, er ist immer schneller als ich. Sag noch nichts. Ja, also ist lecker. Geil ist halt an diesem Kalender, dass man einfach nicht nur ein Happen hat, sondern, also gut, für dich wäre es ein Happen, aber normalerweise, die könnten da mehr von essen. Ich glaube, bin ich scheiße. Aua. Ich esse übrigens Dinge mega gerne in Schichten. Die können mir mal sagen, ob ich das auch mache. Ich esse auch meinen Kinderpinguin ganz, also Schicht für Schicht und dann die Mitte raus und dann für Schicht. Oder mein Duplo, den esse ich auch in Schichten. Herzlichen Glückwunsch. Habt euch auch angegründet. Ja, machen wir Türchen Nummer 6. Mhm. Ich würde gerne jetzt aufkauen, kurz. Nee. Ich bin mal gespannt. Ich vermute mal, dass in Türchen Nummer 6 schon was Besonderes ist. Vielleicht auch was sonst sehr kostenintensives. Ich bin gespannt. Oder besonders weihnachtlich oder so. Oder extra ein Weihnachtsgeschmack. Oder auch nicht. Wir haben hier Fillet Caramel Drops. Interessant. Ach, das ist so. Wollen wir gleich mal gucken? Also erstmal, Vivian ist ja Amateur, die hat das noch nicht so oft gemacht, das muss man die Kamera halten. Also ich muss sagen, das finde ich jetzt nicht so geil. Also einfach, weil ich es, glaube ich, nicht so mag.
Was ist denn das? Sind das Bonbons, die man lutschen muss? Ja. Die sind fest, ne? Dann will ich die jetzt nicht im Mund, das dauert zu lange. Ich weiß nicht, ist denn Cavendish in HW, die Marke, ist das was Besonderes? Weil das ist belgische Schokolade, das hat ja immer was. 1,99 kostet es. Ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes für die 6, finde ich. So, machen wir mal die 7. Ja. Geil, Mayonnaise, ne? Was ist es? Das ist Mayonnaise. Echt jetzt? Real mit Freilandeiern. Oh, Freiland ist toll. Freilandeier ist toll. Warum sind es nicht Bio-Eier? Das ist die Frage jetzt. Salat-Mayonnaise. Doch, hinten steht Salat-Mayonnaise. Muss man vorne auch nicht draufstehen haben. Finde ich aber auch cool eigentlich. Weiß man intuitiv. Ich brauch halt auch nicht jedes Mal was Süßes. Finde ich schon geil. Also für mich wäre es nichts, weil ich finde Mayonnaise einfach scheiße. Ich hätte mich gefreut, wenn hier zu dieser Tube noch eine Tube Ketchup gekommen wäre. Nee, aber Ketchup wäre auch geil. Essen wir aber auch nicht mehr eigentlich, aber... Jo. Ich liebe Ketchup. Ich könnte Ketchup baden. Hier hinten ist Tür Nummer 8. Oh la la. Hier haben wir ein Rotkäppchen-Rosé-Trocken. Für den Mädelsabend. Ja, würde ich jetzt auch nicht auspacken. Ich auch nicht. Gut. Achso, ne, ich trinke ja sowieso fast gar kein Alkohol mehr. Genau. Ich meine, du brauchst es ja schon dann an einem Dienstagabend. Genau, also mach das auch, wenn der wenn ich nachher weg bin, genau. Übrigens, Leute, wo ich gerade an wenn ich nachher weg bin gedacht bin, wenn wir nach dem Kalender, das war kein gerader Satz, ne? Ist egal. Wenn wir nach dem Kalender tatsächlich noch Hunger haben, dann gehen Vivian und ich nämlich Subway einen Sub essen, denn ich habe gewonnen. Ich habe gesagt, was waren eigentlich die Wette? Dass ich 1000 Leute habe. In diesem Monat noch. Und ich wusste, ich kriege die 1000 Leute wahrscheinlich voll, die 1000 Abonnenten, aber ich hätte nicht gedacht, in diesem Monat. Mhm. Ja, ich hatte sie schon am 4. voll. Und so habe ich einen Sub gewonnen. Übrigens, ich habe die Wette erweitert, wenn wir vor Weihnachten oder wenn sie vor Weihnachten auf 2000 kommt, da könnt ihr sehr mithelfen, indem ihr mal das teilt und über Vivian ein bisschen was erzählt, ne, dass sie eine witzige Sau ist, dann kriege ich noch einen Sub. Also unterstützt mich. Ist das die 9? Ja. M. Eukal Honig Hustenbonbons. Auch überhaupt nicht meins. Auch überhaupt gar nicht meins. Sehr gut. Sind wir uns einig? Also Bonbons probieren wir nicht, das ist der Deal. Nee. Gut, Türchen, aber ich glaube, wenn man krank ist, kann man das vielleicht ja doch dann gebrauchen. Das stimmt. Türchen Nummer 10. Where are you? In your face. Ja, das stimmt. Cool. Oh, die liebe ich. Die kaufe ich immer in Rossmann. Will ich gerne testen. Habe ich noch nie gegessen. Ja, die sind auch mega lecker. Ist das ein Snack? Also ist das sowas wie was du zum Abends zum Film guckst? Isst? Ja, also könntest du alternativ auf jeden Fall machen. Das sind so eine kleine. Ach, das ist Schokolade? Ach so, das ist Schokolade. Naja, nee. Das sind Dinkelherzen in Vollmilchschokolade. Ja, aber es ist trotzdem crispig. Kannst du das hochwerfen und mit deinem Mund auffangen? Ich muss nur einen safen, bevor ich es nicht schaffe. Mhm. Ja. Yes! So, warte jetzt in your face. Das okay. Wolltest du doch. Nochmal. Hä? Kann ich nicht werfen oder was? Der war fast drin. Okay, die ganze Einen noch, letzter. Keine bin Sorge, ich esse die trotzdem. Bin ich schlecht. Drei-Minuten-Regel, ne? Ja, es läuft noch ein bisschen länger, aber... Also das, liebe Degusta-Freunde, ich kaufe das immer im Rossmann. Ich kaufe auch meine Bio-Sachen im Rossmann. Ich glaube, das kannst du auch noch im Rossmann kaufen, weil, die, ah, ja, weil mal, diese Marke danke. Von Rossmann ist. Genau. Ah, ich bin die 11. Ja. Mhm. Oh, wow. Willst du das mitnehmen? Hier, wie wäre ins Lieblingsgeschmack? Mhm. So, hier ist Tür Nummer 12, ist auch wieder riesig. Oh, und ist schon eingedrückt scheinbar. Wow! Pömmels! Nee, Pommels. Pömmels? Klingt besser. Pommels. Pommels Original. Fein gesalzen und gewürzt. Wollen wir das auch aufmachen und testen? Oder? Ja, und John kann dann halt abends den Rest essen. Da freue ich mich. Ja, okay, cool. Na gut, nur für dich, John.
die gesunde Ernährung ist heute mal ausgesetzt. Machen wir morgen weiter. Also, die sehen. Das ist auch wieder Herzchen. Nee, so aus? Nee, Dreiecke eher, ne? So dönermäßig. Ah. Ist auch nicht so mein Ding. Nee, ist nicht mein. Nach was schmecken das? Käse. Ja. Fein gesalzen und gewürzt. Knusprig. Also, ich meine jetzt im Nachgang. Geht halt schlimmer, ne? Schlimmer geht immer, aber. Gerade ist halt auch nicht. Das Problem ist, wenn es auf dem Tisch steht, würde ich es auch essen. Das sind nur die Lockmittel, die uns immer wieder reingreifen lassen. Ich will ein paar Cuts setzen, ich will ein bisschen was zu tun haben am Schnitt. Du hast eine Wimper. Man kann seine Lebenszeit auch verschwenden. Ne? Du hast da eine Wimper. Ich wünsche dir was. Wo ist es denn? Ich sehe nur einen Finger. Ja, wenn nicht so in mein Gesicht. Dann kann ich es auch noch mal nehmen und mir was wünschen. 13. Oh. Läuft bei mir. Oh, ist aber auch fein. Ich habe halt auch Muskeln. Ne? Halspastillen. Das ist irgendwie schon schlau für die Jahreszeit. Das ist gar nicht blöd eigentlich, finde ich. Willst du mitnehmen? Vegetarisch und zuckerfrei. Ja, man sicher die Vegetarier. Türchen Nummer 14 ist jetzt dran. Und das ist dort. Dort. Oh, Mangolassi, oh, Alter. Mangolassi. Ey, ich hol Gläser. Ach, du hast schon Gläser. Ach, wie geil. Vorbereitet. Wusstest du, dass da Getränke drin sind? Na, ich wusste, dass letztes Jahr auch schon Getränke drin waren und habe dann geschlussfolgert, dass dieses Jahr auch Getränke drin sind. Das wäre wahrscheinlich leckerer, wenn es gekühlt ist, aber... Wir können es auch noch in den Kühlschrank stellen, wenn du es dahin bringst und dann am Ende des Videos. Okay, Deal, wir machen es am Ende des Videos. Oh, hat gestürzt. Du hast heimlich genascht. Nee. Doch. Ganz offensichtlich habe ich genascht. Achso, okay. Die 15. Zack. Boah, was ist das? Oh nee, Leberwurst, oder? Leberkäse. Oh, hör auf. Backsnack, Leberkäse, Chili und Cheese. Das findet, glaube ich, sogar John eklig. Was mache ich damit? Also ich würde das wegschmeißen. Also nicht nur, weil ich gerne mich pflanzlich ernähre, aber das sieht schon sehr seltsam aus. Aber ich wette, es gibt die ein oder anderen echten Kerle, die das geil finden. Ulf, falls du das siehst, kommentier mal in den Kommentaren. Ah, genau. Willst du das haben? Das verlosen wir dir, wenn du Vivian abonnierst und mal ein Like da lässt. Und wenn du Hashtag Leberkäse machst. Wer Hashtag Leberkäse macht, hat die Chance, Leberkäse zu gewinnen. So, Tür Nummer 16 ist wieder sehr gut. Gestern nochmal ausgepackt. Ja, diesen feine Geschmack da. Genau, diesen Real-Adventskalender, ne? Und da habe ich Loaca kennengelernt und Loaca war einfach so mörderlecker. So mörderlecker. Und jetzt haben wir... Oh, oh Gott, Alter. So kenne ich sie auch nicht. Also die Marke, wie heißt das Ding? Loaca, ihr habt was richtig gemacht offensichtlich. Die ich gegessen habe, waren so geil. Und John hat gestern die anderen gegessen und wir waren sehr glücklich. Ist das gleiche oder ja, also das gleiche Produkt? Achso, nee, nein, wir hatten gestern andere Waffeln. Also. Okay, was sind Waffeln? Schokowaffeln? Ding, ding, ding! Haben wir das eigentlich in die Dings gezeigt? Weiß ich nicht, ich bin kurz ausgerastet. Oh ja, das schmeckt gut. Die anderen waren aber geiler. Aber kann man essen. Aber das schmeckt, kann man essen, das schmeckt richtig gut. Cool. Loaca, könnt ihr mich sponsern? Ich glaube mir... Wenn Vivian irgendwas geil findet, ist sie eure beste Vertrieblerin. Ja, die verkauft das ohne Ende. Mein Bruder und ich, wir waren mal auf einem Event und ich habe gesagt, mein Bruder ist der Geilste und alle wollten mit dir reden. Mhm. Es sind Leute auf mich zugekommen mit der Aussage, ja, ich habe vorhin deine Schwester getroffen, da musste ich dich unbedingt mal sprechen. Ich habe nämlich meinen Bruder auch hier tätowiert. Übrigens. Das habe ich aber nicht, das war ohne mich zu fragen. Das fand er auch nicht gut. Das fand ich nicht so witzig damals. Warum eigentlich? Weil du irgendwie gefühlt 12 warst. Ich glaube, ich war schon 15. 16. Aber. 15 warst du jetzt? Seit war ich auf 16. Hattest du einen Elternschein? Mama war mit. Oh. Meine Mama hat das offensichtlich. Meine Mama hat das offensichtlich. 17. Auf. Ein Rotbäckchen. Wie ist das hier total? Immunstark. Du musst es probieren. Du hast es noch nie probiert, oder? Ich hab's noch nie probiert. Geil. Ich will auch einen Schluck. Du musst es unbedingt probieren. Gib mir auch einen Schluck. Wenn die kalt ist, ne? Ich habe mir die Flasche auch in groß gekauft. Das ist natürlich auch noch geiler. Aber ja. Wir können uns nicht die ganzen Getränke bis zum Schluss aufheben. Ja, das stimmt. Reicht dann. Okay.
Gönnung! Warte mal, Prost. Ja, für dein Immunsystem. Gott, ich liebe das. Findest du vielleicht, als ich die erste Flasche getrunken habe, fand ich es auch nicht so geil. Das ist wie, wie Mate, da jetzt muss man macht sich die Erwartung erstmal wieder runter. Ich bin beim Club Mate übrigens nie reingekommen. Oh, ich liebe es. Das schmeckt wie DDR, ne? Aber es schmeckt lecker. Hast du DDR gar nicht mitgekriegt? Hallo? Ich war 4 Monate meines Lebens, war ich DDR-Bürger. War tatsächlich sehr lecker. Ja, geil, oder? Ich sollte nicht die alten Tüchchen noch mal essen. Ich war dran. Ich bin dran. 18. Oh mein Gott, dieser Kalender ist so geil. Können wir es nicht servieren machen? Mhm. 18, hier. Vielleicht sponsort mich Degusta dann ja schon. Sponsort dich? Wollen wir uns einen teilen? Das ist eine? Ja, Da sind zwei drin. Ja, komm, mach einen auf. Was ist das? Also, Salted Caramel Chocolate Walkers. Chunk. Wow. Ja nicht so. Also Karamell, ja, aber mit Salz in Kombination finde ich immer nicht so geil. Mhm. Also aber die sehen schon geil aus. Habt ihr verstanden? Guck mal, so sieht das Ding aus. Ich glaube, danach passt kein Subway mehr in mich rein. Also gesalztes Karamell und Schokoladenstückchen. Wow. Ja, nee, ist nicht mein Ding. Kann man dem Salz da drin immer nichts anfangen? Ich bin auch nicht so ein Fan von so einem harten Karamell und so, was so einen salzigen Touch hat. Ja. Ah, nicht meins. Aber ich wette, Liebhaber finde ich, weil grundsätzlich ist der nicht schlecht. Mhm. Ist einfach nicht meins. Nur auch nicht meins. Zu was hattest du dran? Die 20. Wir sind übrigens in die 20er eingetaucht, Wolke. Nee, ich hatte nicht die 20. Du hattest die 18. Vivi lernt noch zählen. Oh, das ist klein? Das ist klein, aber fein. Pro-Fresh von Fisherman's Friend. Ja. Ist nicht so meins. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber John freut sich wahrscheinlich. Ja? Vielleicht. Na denn, 20. Ja. Würde ich ja gerade schon hier eskalieren. Veggie Bolognese. Cool. Geil, das ist wirklich cool. Cool, würde ich auch essen. Würde ich auch essen. Sorry. Aber das ist, habe ich das jetzt richtig verstanden, das ist nur die, also die Nudeln machst du noch selbst? Ja, genau, klar. Ja, das cool. Ist nur die Bolognese. Ist wieder, ach nee, ist von einer anderen Marke, okay. Aber das ist auf jeden Fall geil, das ist von Da Wert. Ich glaube, das ist die Marke. Ja, weil sonst wird da ja nicht Da Wert stehen. Das ist nur Bio. Also ach ist nur so, Bio-Zeichen. Ja, okay, alles klar. Er ist gleich vorbei, ist das furchtbar. Wow, was ist hier los? Hä? Da ist ein Johnny Walker Black Label drin. Alter Verwalter. Warum? Ist der teuer? Ich kenne mich damit nicht aus. Also einfach mal, dass da Alkohol drin ist, finde ich jetzt schon witzig. Ja, hatten wir ja hier aber auch schon. Also 6 ah ja, stimmt. Ist, ach, der ist ja auch. Stimmt, der ist auch nicht alkoholfrei. Stimmt, das war dann hier für einen Mädelsabend und jetzt hier für einen Männerabend. Witzige Idee. Würden sich die meisten wahrscheinlich drüber freuen. Was kostet so ein Teil? Na, die kleine Größe kostet 75 Cent. Und so eine große Flasche kostet aber... 25 Euro, genau. Ja. Also aber das ist dann nicht der teure. Es gibt da noch andere Farben irgendwie. Ich kenne mich nicht aus, aber... Aber heißt der Johnny? Der heißt Johnny Walker, ja. Geil, dann kriegt mein Freund mit in seiner Adventskalender. Ja, stimmt. Das ist witzig. Ja, genau. Machen wir so. Und hier hat sehr man cool. Zu der Bolognese dann seine roten Linsen Spirelli. Sehr cool, sehr cool. Willst du uns ja jetzt auch machen, ne? Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen wahrscheinlich. Kommst du einmal wieder. Jetzt kommt die 23. Guck mal, was ich am Boden gefunden habe. Guck mal, was liegt wieder auf dem Boden. So, wir haben einen Seelenwärmer Cremepudding Karamell. Die haben es mit Karamell, ne? Mm. Und fein gesalzen, warum? Oh. Mutti würde es bestimmt mögen. Wenn das Schokolade gewesen wäre, wäre ich Fan. Oder Vanille, Alter. Dann wäre ich Fan, aber so ist wieder nicht so. Ja, auch nicht so meins. Und Mutti meint, sie mag das? Ja, ich habe ihr mal so was geschenkt mit Salted Caramel, das fand sie sehr lecker. Aber nicht so das jetzt. Okay. Gut, dass wir so ein Brot gemacht haben auf jeden Fall, ne? Vivian, was du nicht weißt, vom Türchen 24 machen wir immer so einen Trommelwirbel. Ach so. So, Türchen Nummer 24. Das muss jetzt aber den Rahmen sprengen und mega geil sein. Also noch geiler als der Rest. Irgendwas mit Kokos, pass auf. Das fände ich jetzt ein bisschen witzig.
Ja. Merci. Ja. Merci, merci petits. Mm. Ist auch irgendwie so ein bisschen antiklimaktisch, oder wie heißt das? Klimax? Also ist jetzt nicht so der Höhepunkt, den man erwartet, wollte ich damit sagen. Ja, tatsächlich. Also ich hätte, es gibt viele richtig coole Sachen. Aber die Sachen, die hier drin sehen, sehen geil aus. Also White Crisp, Pralinencreme, Haselnuss und Crunch, dunkle Schokolade, Sahne Cappuccino, Vollmilchschokolade und Haselnuss Nougat Crunch. Ja. Die sind ganz geil, aber war jetzt nicht so ein Höhepunkt, wie ich dachte. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Aber die Frage ist immer, was wäre denn ein Höhepunkt gewesen? Ich weiß nicht, sowas, womit man, also damit hätte man wahrscheinlich auch nicht gerechnet, aber so irgendwas, was so ganz anders ist und was man so neu für sich entdecken kann, fände ich in der 24. Ja, geil. Stimmt, das ist halt eine relativ bekannte Marke, ne? Ja, aber ist jetzt auch nicht schlimm, finde ich. Nö. Der Kalender war schon sehr geil. Ich glaube, dass er 40 Euro gekostet hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, ich habe es dir am Anfang eingeblendet und schreibe es dir auch nochmal in die Infobox. Wir gehen jetzt einfach mal von 40 aus und für 40 Euro finde ich den richtig cool. Oder? Ja. Also ich denke mal, hier sind ja die Preise mit drin. Ich habe ja natürlich jetzt den Gesamtpreis nicht. Aber das wird auf jeden Fall ein höherer Wert sein als diese 40 Euro. Da gehe ich einfach mal fest von aus. Und ja. Oder? Also das Geilste aus meiner Sicht war das. Mhm. Das habe ich hardcore gefeiert. Mhm. Was ich auch irgendwie total cool finde, weil ich es einfach nicht kommen sehen habe, ist das. Da würde ich mich total freuen, das hier auch. Und das mal und auszuprobieren einfach. Ne? Es gab auch viele Dinge, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, das hätte ich absolut nicht gebraucht, aber kannst es halt auch nicht jedem recht machen. Ne? Dann bist du mein Video. Vivi hat den Mund voll. Ja, also schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst Vivian bitte ganz viele Daumen hoch da. Schickt das an eure Freunde per WhatsApp, Facebook. Was gibt's noch? Instagram und SMS. Spaß. Per Brief. Abonnier Vivian. Nein, und wenn ihr irgendwelche witzigen Videoideen habt für Vivian, dann schreibt das mal in die Kommentare. Was wollt ihr sehen? Die Frau ist so kreativ. Denkt sich auch ganz viele witzige Dinge aus, aber wenn ihr sagt, was ihr cool findet, dann kriegt ihr natürlich genau das, was ihr haben wollt, was euer Vorteil ist. Ihr könnt auch mal gerne in den Kommentaren sagen, das ist ganz wichtig für mich. Und zwar, mein Bruder weiß es auch nicht. Ich kläre so Sachen immer vor der Kamera, dann ist er nett. Und zwar habe ich mir überlegt, ab Januar, natürlich nur, weil mein Bruder jetzt mitmacht, dass wir vielleicht einmal im Monat eine Challenge machen. Und ihr könnt mir schreiben, welche Challenge wir machen sollen. Wie findest du das? Super, oder? Ist mir irgendwie so unpräzise. Was heißt das? Naja, es gibt ja eine Challenge von wegen, was für Challenges gibt es denn? Irgendwie Sachen erschmecken oder was auch immer ihr euch einfallen lasst. Also irgendwas, wo wir gegeneinander antreten und wo der Bessere dann irgendwie der Bessere ist. Das war total logisch. Ja. Weil die wollen dich ja sehen und die feiern dich. Und deswegen bist aber du nur, weil ich Schnuckelhase bin. Genau. Und deswegen bist du auf meinem Kanal immer herzlich willkommen, weil wir das alle wollen. Ist das so? Wollt das ist so. Schreibt mal Hashtag Ramon, wir wollen dich, wenn ihr... Das ist einfach, mach mal Hashtag Schnuckelhase. Ja! Hashtag Schnuckelhase! Ja, also sowas, vor allem wenn es leckeres Essen gibt, bin ich mit dabei. Ne? Wie kann gar nicht sagen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr wollt, bei mir auf dem Kanal geht es tatsächlich um das Thema glückliche und erfüllte Partnerschaft. Also das heißt, es ist kein Unterhaltungskanal. Ab und zu auch mal. Heute ist mir beim Videodreh mein Handy abgeklappt, einfach mal so, ja. Oder mein Sohn kommt mal klopfen zwischenzeitlich. Aber ja, da geht es um das Thema, ne? Wir wollen alle glücklich in der Partnerschaft sein, in der Beziehung. Wenn ihr das cool findet, unten in der Box findet ihr das. Ja. Und gerade wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, also da ist er auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner, denn ich war bis vor, ich glaube, 5 Jahren noch ein emotionales Wrack und jetzt ist es schlimmer. Genau. Also guckt unbedingt bei ihm vorbei. Genau, ich würde sagen, wir zeigen euch mal hier noch 2 Kommentare, über die wir uns sehr gefreut haben. Hast du eigentlich mein letztes Video gesehen? Habe ich das Kommentar von dir am Ende eingefügt? Was? Ich weiß nicht mehr genau, es kommen gerade viele Videos, ich weiß nicht, das letzte war. Das letzte war, du machst die 6 besonders hässlich. Das war aber auch, ich fand mich besonders witzig und ich ganz viele andere Leute fanden witzig. Das auch witzig. Okay, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns
Und du kannst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und dann kannst du direkt im Anschluss hier zu dem jungen Mann, zu dem Schnuckelhasen rüber. No? Scheiße, das wird sich einprägen. Das wird sich einprägen. Na gut, peace. So, wir sehen uns dann wieder. Tschüss! Beweis, dass du nicht sagst, du hast deinen Sub nicht bekommen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Subway. Denn mein Bruder ist vom Degusta-Box-Adventskalender nicht satt geworden. Aber Vivian, das ist doch kein Beweis. Wir gehen doch einfach nur spazieren hier. Nein, ich nehme euch auch gleich nochmal mit. Und, Ramon, was gibst du dir? Ich hab vergessen, wie es heißt. So, wir zahlen zusammen, ich zahle. Ramon, ich habe den ultimativen Beweis. Es ging zusammen, du weißt es selbst. Genau, es ging zusammen und ich habe es bezahlt. Nein. Ich habe sogar gesagt, ich bezahle, damit es safe ist. Also, ersten Sub hat er gekriegt. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns ganz wirklich. Tschüss!